Aber ich möchte heute Abend, dass wir einfach uns von Neuem bewusst werden, wie gross und wie mächtig Jesus ist und was er für uns da hat an dem Tag. Am Karfreitag, was Jesus für uns vollbracht hat. Und Herr, wir bitten dich, Herr, dass du uns einfach immer wieder von Neuem klar und deutlich machst, Herr. Was für ein großes Opfer, das du gegeben hast für uns, Herr. Und dadurch uns offenbart hast, wie wichtig, wie wertvoll, wie kostbar, dass jeder einzelne Mensch einfach auch für dich ist, Herr. Öffne unsere Augen, Herr, so wie du unser Herz neu geformt und neu gemacht hast, Herr. Mit Leben erfüllt, frei gemacht hast von Sünde, Herr. Denn du bist für uns zur Sünde gemacht worden, Herr. Öffne unsere Augen des Herzens, Herr, damit wir erkennen, was die Hoffnung unserer Berufung ist, Herr. Damit wir erkennen, Herr, was der Reichtum deines Erbes sei in den Gläubigen, Herr. Und Herr, was die überragende Größe deiner Macht sei an uns, wo wir doch glauben an diesem heutigen Abend hier. Wir geben dir Lob und Dank und Ehre dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen. Preis dem Herrn. Ja, willkommen allerseits hier im Zoe Gospel Center für den Fall, dass du nicht gewusst hast, wo du gelandet bist heute. Du bist in einer Kirche, in einer Gemeinde und wir feiern Jesus hier. Amen. Natürlich auch herzlich gegrüßt an all die über Livestream auch zugeschaltet. Wir freuen uns, dass ihr auch mit dabei seid an diesem heutigen Abend, wo wir einfach den Herrn preisen und loben wollen. Schlag mit mir auf zum Galaterbrief Kapitel 3. Und ich möchte hier heute Abend über das Thema sprechen, vom Fluch zum Segen. Vom Fluch zum Segen. Denn das ist genau das, was Jesus für uns gemacht hat. Und ich glaube, es gibt keine bessere Schriftstelle, dass das zum Ausdruck bringt im Neuen Testament, was auch auf den Karfreitag bezogen sein kann, als was Paulus schrieb im Galaterbrief im Kapitel 3. Und ich möchte hier beginnen, ab Vers 10 zu lesen. Es heißt, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Sag mal, aus Glauben leben. Sag noch einmal, aus Glauben leben. Genau. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Hier wird uns gesagt, dass Christus uns losgekauft hat vom Fluch des Gesetzes. Ich glaube, das war die höchste Lösegeldsumme, die jemals bezahlt worden ist für irgendjemanden. Das war das, was Jesus für uns bezahlt hat am Kreuz. Dass Gott selber Mensch geworden ist, um uns zu erlösen, sollte uns zum Ausdruck bringen, wie kostbar und wie wertvoll das wir sind. Es gab nur einen Weg, um uns eigentlich zu befreien, um uns eigentlich wieder zurückzuführen zu dem Segen und aus dem Fluch heraus. Und das war, dass Gott selber kommen musste. Hätte sich auch überlegen können, ja, die lassen wir mal einfach mal sein und wir fangen mit einer neuen Auflage an. Aber das hat er nicht gemacht. Und er selber war bereit zu kommen. Und ich habe mir auch schon überlegt, ich meine, wenn es darum gegangen wäre, einfach nur zu sterben für jemanden und nur in Anführungs- und Schlusszeichen, muss ich schon setzen, dann wäre ich Gott gewesen, hätte ich wahrscheinlich einen weniger schmerzhaften Tod irgendwie ausgedacht für meinen Sohn Jesus. Es gäbe andere Möglichkeiten. Die Guillotine zum Beispiel. Kopf ab und dann ist fertig. Ja? Aber nein, es war ein Weg, an dem Gott erwählt hat, dass Jesus sterben wird, und zwar am Kreuz. Es wird für allen klar sein, dass er verflucht worden ist von Gott und mit viel Leiden. Ich weiß nicht, wer schon den Film gesehen hat von Mel Gibson, The Passion, oder? Dann weiß und versteht er ein bisschen davon, was es eigentlich heißt, was Jesus gelitten hat. Grausam.
Aber genauso grausam muss es auch jedem klar sein, was Sünde und was der Fluch angerichtet hat für jeden von uns. Der Fluch war grausam. Und es war nicht einfach nur etwas, das man mit einem leichten Tod einfach darstellen konnte. Sondern die Größe der Liebe Gottes konnte uns nur klar vor Augen geführt werden für alle Zeiten. Indem Gott bewiesen hat, dass Jesus nicht die leichte Tour des Sterbens nahm, sondern dass er die volle Wucht des Fluches der Welt, von Schmerzen, von Leid, von Abgeschiedenheit von Gott dem Vater, von all dem, dass er dies ertragen hat für dich und für mich. Jesus selbst erkannte, wie schwerwiegend es sein würde, als er in dem Morgen vorher, als er im Garten Gethsemane war, wo er betet und sagte, Vater, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Gibt es nicht eine leichtere Art, das Ganze durchzuführen? Aber es war ihm klar, das gab es nicht. Und so übergab er sich dem Willen Gottes und sagte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nun, Jesus kam, um uns zu befreien von was? Er sagt hier, von den Gesetzeswerken. Niemand wird gerechtfertigt aus Gesetzeswerken. Wisst ihr, wie viele Menschen es gibt, die sich wohl Christen nennen würden, einfach vom Namen her, weil sie an den christlichen Gott glauben, aber sie leben ein Leben aus Gesetzeswerken. Leben ein Leben dadurch, dass sie meinen, wenn ich gut genug bin, wenn ich es irgendwie schaffe, ja, dann wird Gott mich annehmen. Aber Jesus kam, um uns zu befreien davon, indem er sagte, dass wir leben sollen aus Glauben, aus Vertrauen, aus Beziehung zu ihm, aus der Gnade an dem, was Jesus für uns getan hat. Es hat also nichts zu tun mit dem, was wir tun, sondern vielmehr mit dem, was getan worden ist, und zwar von Jesus. Das ist der Unterschied zwischen dem Christentum und jeder anderen Religion. Wir reden vom Getan. Andere Religionen reden vom Tun. Und wenn Tun das Erste ist, an was du denkst, als Christ, dann hast du noch gar nicht begriffen, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Denn dein erster Gedanke sollte nämlich sein, es ist getan oder es ist vollbracht, wie Jesus selber auch gesagt hat. Er hat es vollbracht. Er hat gelitten, damit wir nicht leiden müssen. Damit wir lernen können, in dem Segen Gottes zu wandeln. Ich weiß nicht, wer schon mal am Flughafen gewesen war. Und es gibt ja diese Rolltreppen, oder? Die auf und runter kommen. Aber es gibt ja vor einigen Jahren hat man ja neue eingerichtet, die eigentlich nur dann laufen, wenn jemand drauf geht. Oder? Nun, am Anfang, als die gerade rauskamen, hat niemand das so richtig verstanden. Und ein Freund von uns, Christopher Allam, der in Kürze auch hier sein wird, der erzählte, wie er irgendwo in einem Flughafen wieder mal war. Und da war so eine neue Rolltreppe für viele, die sie nicht erkannt haben. Und da gab es eine ganze Gruppe von Asiaten, oder? Die kamen dazu und die Rolltreppe lief nicht. Und die haben richtig geschluchzt, weil sie so viel Gepäck hatten. Und hier waren sie dabei, oder? Die Treppe raufzugehen mit ihrem Gepäck. Oder auf halbem Weg, und das können lange Treppen sein, auf halbem Weg. Und hier kommt Christopher und er sieht die Rolltreppen, weil er ein Vielreisender ist. Er hatte schon erkannt, dass das einer von diesen Neuen ist. Und so ist er einmal draufgetreten und dann fing es schon an zu laufen. Und all die Asiaten haben einfach gesehen, wie er an ihnen vorbei einfach ging. Und die nahmen ihren Koffer wieder runter und gingen wieder rüber und ließen sich dann hochfahren. Ungefähr so ist es, wenn du nach Gesetz leben willst. Da bist du wie jemand, der versucht, sein ganzes Gepäck da hochzutragen. Dabei hat der Herr Jesus, Halleluja, für uns eine Treppe gemacht. Aber es braucht Glauben. Sie läuft vielleicht noch nicht. Aber in dem Moment, wo du deinen Fuß drauf stellst, dann fängt sie an, Halleluja. Und dann wirst du hochgetragen, Halleluja. Amen. Aber eigentlich ist es ja noch schlimmer, wenn man versucht, eigentlich aus Gesetzeswerken, aus eigenem Tun Gott zu gefallen, von Gott etwas zu erkaufen. Es ist wie wenn man eine Rolltreppe versucht hochzugehen, die eigentlich in die andere Richtung läuft. Auch schon mal probiert, oder? Oder es hat eigentlich Spaß gemacht, oder? Man versucht, oder hoch, oder sie kommt runter und man läuft. Aber wenn du läufst, du kommst nirgendwo hin. Du kommst nirgendwo hin, du schaffst es nie. Du musst schneller werden als die Rolltreppe. Und genau so ist es mit dem Gesetz. Du schaffst es nie, gut genug zu sein aus deiner eigenen Kraft. Und in dem Moment, wo du versuchst, ein bisschen schneller zu werden, läuft sie selber schneller. Und du schaffst es einfach nicht. Und man ist nur ermüdet, man ist voller Außeratmen. Und Jesus kam, es heißt hier, um uns den Weg des Glaubens zu zeigen. Um uns zu befreien von dem Fluch des Gesetzes.
Halleluja. Indem er ein Fluch für uns geworden ist. Dass er die Strafe auf sich nahm. Es gibt die Geschichte, die erzählt wird von einem indischen Häuptling. Und es war gerade eine sehr schwierige Zeit. Es gab wirklich Hungersnot. Es gab nicht viel zu essen, weil sie mussten ja selber alles ja anbauen dort oder auf den Feldern und sowas. Und es fing an, unter den Leuten, unter dem Stamm Leute zu stehlen. Und er musste dem einen Stopp einhalten, weil sonst kommt es nicht gut. Und so hat er einen Befehl rausgegeben, der Häuptling, und sagte, wer stiehlt das nächste Mal, wird an dem Pfahl mitten vom Dorf angebunden werden und wird ausgepeitscht werden. Und siehe da, in der Nacht ist wieder gestohlen worden. Und als man die Person erwischt hat, wer es gewesen ist, stellte sich heraus, es war des Häuptlings Mutter. Was sollte er jetzt tun? Was sollte er jetzt tun? Ist seine Mom, sein Herz schreit für sie. Auf der anderen Seite ist der Häuptling vom ganzen Dorf. Wenn er das durchgehen lässt, dann wird jeder andere eben denken, ja, dann kann es bei mir ja auch, muss es bei mir auch durchgehen lassen. Und es war ein Dilemma zwischen der Gerechtigkeit des Häuptlings und auch seine Liebe und seine Fürsorge für seine Mutter, die jetzt hier falsch gehandelt hat. Und so überlegte er sich und so sagte, bringt her meine Mutter und bindet sie an den Pfahl, bindet ihre Hände, bindet sie mit dem Rücken frei an den Pfahl, holt den Peitscher hervor. Und alle Leute dachten, meine Güte, was macht er denn jetzt? Und er holte den Peitscher und in dem Moment, bevor der Peitscher anfing, er sagte, Moment mal, und er ging hin zum Pfahl und überdeckte seine Mutter mit seinem eigenen Körper. Und er sagte dem Peitscher, jetzt schlag los. Und so hatte er alle Schläge selber abgefangen, die eigentlich für seine Mutter gewesen wäre. Er nahm es auf sich. Und somit konnte er selbst gerecht bleiben und dennoch die Liebe zeigen, die er für seine Mutter hatte. Und weißt du was? Das ist ein irdisches Bild für das, was auch der Herr Jesus für jeden eins von uns getan hat. Er nahm die Strafe, die Gott als gerechter Gott ausführen musste, er nahm sie selber auf sich. Damit, weil er wusste, wir können sie nicht ertragen. Wir würden darunter zugrunde gehen. Weil wir können niemals gut genug sein, um die Gerechtigkeit Gottes zu erlangen. Wir schaffen es nie. Aber Jesus nahm es auf sich. Er hat uns vom Fluch, das über uns gekommen, über die Menschheit kam, nahm er auf sich. Aber was war dieser Fluch? Ein paar Gedanken dazu, wenn wir zurückgehen zum ersten Buch Moses. Denn wir sehen dies gleich am Anfang, als die Menschheit gegenüber Gott sich gesündigt hat und sich von ihm getrennt hat, als sie vom Baum des Lebens gegessen haben. Wir kennen es wohl, aber wir lesen es ja trotzdem, damit es uns noch einmal klar wird, an diesem Karfreitag, als Jesus am Kreuz hing. Wozu hing er denn dort? Weswegen war es so ein schmerzhafter Tod? Warum musste der Schmerz, dieser Leid, dass er nackt dort hangen musste, alles verloren hat? Den Schmach, den er getragen hat. Es gäbe einfachere Wege gewesen, wenn es nur um Sterben ging. Aber es ging darum, wirklich den ganzen Fluch auf sich selber zu nehmen, der eigentlich für uns gewesen wäre. Im 1. Mose lesen wir hier in Kapitel 3, ab Vers 16. Und zu der Frau sprach der Herr, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bist du zurückgekehrt vom Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Hier sehen wir den Fluch, den der Mensch selber über sich gebracht hat, als er einen Weg erwählt hat, den er gehen wollte, alleine ohne Gottes. Ohne dass Gott Herr ist über sein Leben. Und was war es? Zu der Frau sagte er, es werden Schmerzen kommen. Und zwar am ersten Tag, an dem ein neues Leben dieser Welt kommt. Diese Welt wird voll von Schmerz, von Krankheit und von Leid werden jetzt. Weil im Garten Eden gab es keine Krankheit. Aber von dem Tag an kam Schmerz. Zum Mann sagte er, von nun an wird es eben auch Unkraut geben und du wirst im Schweiße deines Angesichts, du wirst arbeiten müssen, hart arbeiten, aber es wird oftmals gar nie genügen. Armut kam in dieser Welt, Not kam in dieser Welt.
Und das Dritte, was auch kam, das Letzte, was er sagt, du bist, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Auch der Tod, der in diese Welt kommen wird. Und vor allem eben auch der geistliche Tod, welcher stattfand. Weil als der Herr ihm sagte, iss nicht von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen, denn an dem Tag, wo du davon isst, da wirst du wahrhaftig sterben. Das hebräische Wort heißt, sterbend wirst du sterben. Nun, sie sind nicht gleich gestorben an dem Tag, als sie gegessen haben. Nicht physisch gesehen. Das kam erst viele hunderte Jahre später. Aber sie sind geistlich gegenüber Gott gestorben in der Beziehung. Von dem Tag an kam Angst, kam Schrecken, kam Not, kam Krankheit, kam Schmerz. All das kam in diese Welt. Der Fluch kam in diese Welt durch den Sündenfall des Menschen. Und Jesus kam, was haben wir gelesen, Galater 3,13? Er ist für uns zum Fluch geworden, auf dass wir den Segen Abrahams bekommen. Er ist zum Fluch geworden. Deswegen trug er die Schmerzen. Er trug die Armut. Wir wissen ja, als er dort, bevor sie ans Kreuz nagelten, wie sie sein Gewand von ihm nahmen. Und er hatte ein Gewand, der so wertvoll und kostbar war. Nur für diejenigen, die meinen, Jesus sei nur arm gewesen. Er hatte so ein kostbares Kleid, dass die Soldaten sagten, komm, lass uns das Los darum werfen, damit wir sein Kleid nicht zerteilen oder untereinander, denn es ist so wertvoll. Er verlor alles, was er besaß, alles, was er hatte. Das Neue Testament sagt uns, er ist arm für uns geworden, damit wir durch seine Armut reich werden könnten. Der Fluch des Gesetzes, der Fluch für diejenigen, die versuchen, aus eigener Anstrengung Gott zu genügen. Ja, ich besuche den Gottesdienst so oft ich kann. Ich gebe den Armen so viel ich kann. Ich bete ab und zu mal. Ich lese mal ab und zu in der Bibel. Ich helfe alte Großmütter über die Straße ab und zu mal. Ja, ich helfe denen verpacken im Aldi, wenn sie eingekauft haben, oder wenn das immer so schnell über den Band läuft, man kommt nicht nach. Großer Horrorszenario für meine Frau. Braucht immer wieder Gebet, nachdem man im Aldi gewesen ist, oder? Dieses Piep-Piep-Zeichen, das ist Horror, oder? Braucht keinen Horrorfilm, nur Piep-Piep machen, so wie im Aldi, oder? Und sie weiß, das Zeug kommt, du musst es schnell verpacken, sonst fällt es am Boden, oder? Wer ist schneller, oder? Egal, wie viele gute Taten du tust, du wirst es niemals schaffen, du wirst niemals genügen und der Fluch wird dich immer einholen. Und der Herr wusste das. Deswegen hat er gesagt, Jesus ist für uns zum Fluch geworden. Und wenn wir nicht den Fluch tragen, dann tragen wir den Segen. Aber auf dem Weg zurück zum neuen testamentlichen Segen machen wir einen kurzen Halt im 5. Buch Mose. Denn es tut manchmal gut, auch im 5. Buch Mose Kapitel 28 zu lesen, wo ein ganzes Kapitel mit über 60 Schriftstellen dargelegt wird, was der Segen ist und was der Fluch ist. Und der Fluch ist noch, wird mit viel mehr Versen eigentlich ausgedeutscht als der Segen hier. Aber nur ein paar Dinge. Weil wenn du liest, was der Fluch des Gesetzes war, dann kannst du wissen, wovon du befreit bist. Hier steht zum Beispiel in 5. Mose 28, Vers 38. Wenn es um den Fluch der Armut und des Nichtgenügens haben. Es heißt, viel Samen wirst du aufs Feld hinausbringen, aber wenig einsammeln, denn die Heuschrecke wird es abfressen. Weinberge wirst du pflanzen und bearbeiten, aber Wein wirst du weder trinken noch einsammeln, denn der Wurm wird ihn abfressen. Ölbäume wirst du in deinem ganzen Gebiet haben, aber mit Öl wirst du dich nicht salben, denn deine Oliven fallen ab. Söhne und Töchter wirst du zeugen, aber sie werden dir nicht gehören, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen und so weiter und so fort. Das ist Armut pur. Egal, was du machst, es geht immer schief. Alles, was du in den Kühlschrank reintust, das nächste Mal, wenn du es ergreifen willst, ist es schon verfault. Alles, was du im Mikro oder im Korb kaufst und nach Hause bringst und schneidest es auf, es ist ja schon alt. Furchtbar. Egal was du tust, das ist der Fluch des Gesetzes. Davon hat Jesus uns freigekauft, dass es nicht sein soll, sondern dass alles, was du anpackst, dass es gesegnet ist. Schauen wir mal den Fluch von Krankheit an. Da brauche ich eigentlich nur einen Vers zu lesen, obwohl hier vieles ausgedeutscht wird von allen möglichen Krankheiten. Aber Vers 61. Auch alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht in dem Buch des Gesetzes geschrieben sind, also aufgelistet, der Herr wird sie über dich kommen lassen, bis du vernichtet bist. Also wer versucht, aus Gesetzeswerken, aus guten Taten Gott zu gefallen, Heilung zu erlangen, du wirst es nie schaffen.
Und hier heißt es, jede Krankheit, also nur für den Fall, dass einige Leute gibt und sagen, ja, einige Krankheiten werden von Gott gegeben. Kann doch nicht sein, weil Gott will dich nicht fluchen. Jesus kam, um den Fluch auf sich zu nehmen. Er trug den Fluch an seinem Rücken mit seinen Schlägen, die er nahm. Mit der Dornenkronen, die er trug und Schmerz. All das hat er getragen für uns. Ist alles ihm auferlegt worden, damit wir frei sein können davon. Oder in 5. Mose 28 und Vers 66. Wenn es darum geht, um ein Leben zu leben. Ein Leben leben, obwohl man eigentlich fast tot ist. Hier sehen wir, was das heißt. Am Vers 66. Und dein Leben wird in Gefahr schweben. Du wirst dich Nacht und Tag fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen des Zitterns deines Herzens, mit dem du zitterst. Und wegen des Anblicks dessen, was deine Augen erblicken müssen. Hier sehen wir, es heißt, oder? Dass du deprimiert, depressiv bist. Weißt gar nicht, wofür das Leben ist. Du bist ein lebender Toter. Ist das, was es ist? Aber Jesus kam, um uns Sinn zu geben im Leben, um uns Freude zu schenken, um uns Frieden zu geben. Die Strafe lag auf ihn, uns zum Frieden. Halleluja. Er trug die Strafe für all die Sünden der ganzen Menschheit auf sich. Vom Fluch ging's zum Segen. Jesus macht also alles rückgängig. Schon ein Beispiel an Lukas Kapitel 5. Vielleicht während dieser Tage, dieser Ostertage, hast du vielleicht die ein oder andere Jesus-Film gesehen im Fernsehen oder was. In Lukas Kapitel 5, die berühmte Passage, wo Jesus Petrus und Andreas, Johannes und Jakobus begegnet, als sie am See sind. Und Jesus bittet den Petrus, ob er nicht sein Boot ausleihen könnte, um zum Volk zu sprechen. Und Petrus fährt mit ihm hinaus, mit seinem Boot. Jesus predigt und er kommt dann zurück zum Strand. Und es heißt hier im Vers 4, und als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefen, lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Das hört sich an wie die Ölbäume, die kein Öl geben, das du genießt. Hört sich an, oder? Wie denn die Not und Armut, du schuftest und schuftest, oder? Der Boden, der einfach Unkraut hervorbringt, anstatt Gemüse und was du brauchst. Und sie haben die ganze Nacht hindurch geschuftet. Aber ich sag dir, als Jesus kam und Petrus sagt, also Herr, obwohl wir nichts gefangen haben, auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen sogar. So groß war der Fischfang. So groß war er. Als Petrus bereit war, den Herrn als erste Stelle zu setzen. Deswegen heißt es, aus Glauben leben. Vertraue dem Herrn. Setz den Herrn an erste Stelle im Leben. Nimm deine Zeit und gib dem Herrn deine Zeit, wie auch du heute Abend hier gemacht hast, zu kommen, um Gott zu loben, Gott zu preisen, von seinem Wort zu hören, was er für dich erkauft hat am Kreuz. Nichts ist schlimmer als, jemand hat für was bezahlt, aber niemand nimmt es in Anspruch. Man hat viel Geld dafür ausgegeben, es hat einem viel gekostet, aber niemand nimmt es, niemand isst, ein teurer Kuchen gekauft. Aber niemand nimmt ein Stück davon. Traurig. Und somit, dass du Zeit genommen hast, könnte es woanders sein heute Abend. Was weiß ich, wo viele Gläubige sind heute. Du bist hier. Du bist hier, weil es dir wichtig war, um zu sagen, Karfreitag, ich will den Herrn ehren an diesem besonderen Tag. Du bist hier, weil du gesagt hast, Herr, ich will von deinem Wort hören, ich will lernen. Was hast du alles für mich vollbrachten getan, dass der Teufel mir nicht länger das Fell über die Ohren ziehen kann, dass ich von neuem gestärkt werde in meinem Glaubensleben. Und so genauso wie Petrus sagte, ja, Jesus, weißt du, eigentlich hat es keinen Sinn, noch einmal hinauszufahren. Jetzt ist es schon Tag, die Fische fressen jetzt nicht mehr, die sind nicht mehr da. Er war ein bekannter Fischer, er kannte das, den See, ist dort aufgewachsen. Aber er sagt, auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin. Mein Lieber, wenn du lernst, Gott an erste Stelle zu setzen, dein Boot ihm auszuleihen, deine Zeit ihm zu geben und anfängst, nach seinem Wort zu leben, du wirst sehen, wie auch deine Netze sich füllen, obwohl die ganze Welt sagt, ja, das klappt ja nie. Warum wird es klappen? Weil du den Segen auf deinem Leben hast.
Das heißt, wenn du pflanzt, kommt eine Pflanze hervor. Wenn du einen Job suchst, dann kriegst du den Job. Ich war schon unterwegs, wo ich eine Arbeit gesucht habe, wo ich eine Arbeit gebraucht habe, und ich habe die Arbeit gekriegt. Eine Wohnung gesucht habe, eine Liste von 100 anderen Leuten, die eigentlich vor mir waren, auf der Warteliste. Ich habe die Wohnung gekriegt. Flugzeug, alle Plätze besetzt. Nummer 14 in der Warteschlange, um überhaupt einen Platz kriegen zu können. Aber ich habe vor allen anderen habe ich den letzten Platz gekriegt im Flugzeug. Mein Lieber, wir dürfen erwarten, dass wir Gunst haben. Wir dürfen erwarten, dass du einen Gunst mit dir herumträgst, wo auch immer du hingehst. Dass du den Segen Abrahams hast. So wie sie versucht haben, auch den Isaak. Überall, wo Isaak hinkam, weil er den Segen Abrahams trug. Er hat Brunnen gegraben, hat immer Wasser gefunden. Da kamen die Philister und haben seinen Brunnen verstopft. Da hat er noch einen gegraben. Da kamen sie auch wieder, verstopft ihn, grub ein. Immer, wo Isaak war, einen Brunnen gegraben hat, er hat Wasser gefunden. Und auch wenn der Feind sie verstopft hat, irgendwann mal hat er aufgegeben und dann hat Isaak dann seinen Brunnen gehabt. Halleluja. Dich kann man nicht unterkriegen. Jesus starb am Kreuz. Jesus gab sein Leben am Kreuz, damit es dir wohlgehe in allen Stücken. Es wird erzählt von einem Missionar, der nach China ging, A.A. Swift. Das war in den Anfangs vom 20. Jahrhundert, 1911 war es, glaube ich, in einer Zeit, wo man ja, wenn man nach China geht, da bist du abseits der Welt. Ne? Muss mit dem Schiff irgendwie da hinkommen. Und er war dort, er war unterstützt von seiner Missionsgesellschaft. Und er ist aber erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und fing an, in anderen Sprachen zu reden, Zungen zu reden. Und eines Tages, als er einfach im Gebet war, spürte er einfach, wie der Herr zu ihm sagte, du weißt wohl, dass die Missionsgesellschaft, wenn sie wüssten, dass du in Sprachen redest, sie würden dich nicht weiter unterstützen wollen. Und es gibt leider halt manchmal diese Unterschiede. Ne? Und so hat der Herr ihm einmal aufs Herz gelegt, es ist nicht richtig, dass du etwas von denen empfängst, oder wenn du weißt, dass sie eigentlich nicht mit dem übereinstimmen, was du eigentlich jetzt als Wahrheit erkennst. Und so sagt er, ja Herr, was soll ich denn machen? Wie soll ich denn in China überleben in 1911 ohne eine Einkommensquelle? Der Herr sagt ihm, ich werde für dich sorgen. Wenn wir wissen, dass Gott unsere Quelle ist, dass Gott weiß, wo die Fische sind, auch wenn es tags ist. Gott weiß, die Fische herbeizurufen. Das Schöne ist, ja, er hat nicht dem Petrus gesagt, ja, du musst genau da so weit rausfahren. Er hat gesagt, fahr einfach hinaus. Wirf dein Netz runter. Indem Jesus das sagte, die Fische kamen zu ihm. Mein Lieber, es heißt in der Schrift, der Segen wird dich verfolgen. So oft meinen wir, müssen dem Segen irgendwo nachlaufen. Ich glaube, dass der Segen uns nachkommen wird. Und genauso wie auch dieser Missionar in 1911, der hatte 1236 Dollar jährlich bekommen von seiner Missionsgesellschaft. Von einem Tag auf den anderen schrieb er denen, dass er austritt. Und er schreibt schon, am Anfang war es hart. Am Anfang schien es, als ob sie untergehen würden. Aber als er am Ende vom Jahr nachprüfte, was er eigentlich hatte zum Leben, merkte er, dass er dreimal so viel hatte. Am Ende vom Jahr einmal vom Herrn unterstützt, als was er damals hatte von der Missionsgesellschaft. Gott wird versorgen für dich. Gott wird dir mehr als genug. Glaube es, spreche es. Denn Jesus starb am Kreuz. Jedes Mal musst du einfach sehen, wie Jesus sein Gewand verlor, damit du ein Gewand haben kannst. Er verlor alles. Er ist arm geworden, damit wir durch seine Armut reich werden können. Hat nicht Jesus gesagt in Markus 10, Vers 29, er sagte folgende Stelle. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch. Und immer wenn Jesus ein wahrlich sagt, dann meint er, das stimmt, was ich jetzt sage. Hör gut zu und denke nicht, dass ich nicht meine, was ich sage. Er sagt, wahrlich, ich sage euch. Da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen, um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit. Sag mal, jetzt in dieser Zeit. Viele Leute reden davon, ja, du wirst dein Lohn im Himmel haben. Ja, ja, das kommt auch noch dazu. Aber er sagt, jetzt in dieser Zeit, und zwar Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen, das musst du halt auch noch dazu nehmen, und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben.
Weil es wird niemand für Jesus leben wollen in der heutigen Zeit, ohne dass es Verfolgung geben wird. Es wird Verfolgung geben. Es wird Leute geben, die dich nicht verstehen werden. Es wird Leute geben, die einfach nicht der gleichen Meinung sein werden wie du. Und manchmal eben, wenn es um christliche Dinge geht, ja, dann greifen sie an. Weil es der Teufel ist, der eigentlich das nicht mag. Über alles andere kann man manchmal diskutieren und reden, kann man anderer Meinung sein. Aber wenn es dann zum christlichen Glauben kommt, ich sag dir, dann gehen die Gemüter, oder? Werden hitzig und heiß. Aber bleib dabei. Warum? Weil Jesus am Kreuz dafür starb. Krankheit hat er auch genommen für uns. Mit seinen Striemen am Rücken. Das heißt, dass durch seine Striemen sind wir geheilt worden. In Lukas Kapitel 13 sehen wir, wie Jesus Folgendes auch sagt hier. Also an einem Sabbat in eine Synagoge kam und eine Frau war da. Und es heißt hier in Vers 12, oder Vers 11, es heißt, siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr: Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Er legte ihr die Hände auf. Und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Halleluja! Wenn Jesus kommt, dann kommt Heilung. Jesus befreite sie von den Bedrückungen des Fluches und der Sünde. Schaut mal hier, was er nämlich dann sagt, als der Synagogenvorsteher sich darüber ärgert. Er sagt in Vers 16, diese aber, die eine Tochter Abrahams ist. Was haben wir vorhin gelesen am Anfang? In Galater 3, 13, es heißt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden käme. Der Segen Abrahams. Und hier sagt er, von dieser Frau, sollte nicht diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, sie 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Warum sollte sie geheilt werden? Warum sollte sie gelöst werden? Weil es ihr Glückstag war? Weil sie das losgezogen hat im Himmel? Weil sie den Glücksrad gedreht haben? Ja? Nein, weil sie eine Tochter Abrahams ist. Ja, wann ist sie zur Tochter Abrahams geworden? Ja, ein paar Tage zuvor, als sie sich dem Club angeschlossen hat. Nein, sondern sie war seit ihrer Geburt eine Tochter Abrahams, von Samen Abrahams abstammen und sagte, dass der Segen Abrahams, das eben Heilung ist, haben wir gerade gelesen. Vom Fluch des Gesetzes ist jede Krankheit und jedes Gebrechen. Darum sollte diese Frau, die eine Tochter Abrahams ist, nicht weil sie jetzt gut genug gewesen ist, sie hat genügend Mal jetzt die Synagoge besucht, sie hat jetzt genügend gute Taten getan. Nein, nicht aufgrund des Gesetzes, sondern aufgrund ihres Segens, welches auf Abraham kam. Der Segen Abrahams. In anderen Worten, man trägt den Segen Abrahams, was er getan hat. Und der Segen Abrahams kam eben auch von Jesus her. Gebt mir zum Galater 3 noch einmal hier. Und dann werdet ihr sehen, wie das eben sich auf dich bezieht. Galater 3. Wir haben gelesen, Vers 14, damit der Segen Abrahams in Christus, Jesus, zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. Hier heißt es in Vers 29, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Same oder Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Erben der Verheißung Abrahams. Warum? Weil es eben von Jesus kommt. Halleluja. Als Jesus am Kreuz starb, am Karfreitag vor fast 2000 Jahren, das war der Moment, der Unterschied zwischen Tag und Nacht. Das war der Moment, wo Jesus dafür bezahlt hat, was die Jahrtausende zuvor, vor dem Kreuz, alles auf Pumpe gekriegt haben, ja. Aber alles, was jetzt nach dem Kreuz ist, ist alles geschenkt, Halleluja. Und der Geist Gottes einem auch noch dazu. Denn jetzt nach dem Kreuz kannst du nämlich eine neue Schöpfung werden. Was heißt es? Du kannst vom Tod zum Leben hineinkommen. Vom Tod zum Leben. Denn das war das Dritte, wo es eben auch heißt, dass Jesus hat den Tod besiegt, als er am Kreuz starb und auferstanden ist. Er hat die Schlüssel des Todes und des Totenreichs in seiner Hand. Darum heißt es in Vers 14, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Gottes Geist kann jetzt Wohnung in dir nehmen. Und was ist Gottes Geist? Das ist Leben pur.
Das ist das Leben pur. Dieses Leben kannst du nicht auslöschen. Der Geist Gottes ist das ewige Leben selbst. Egal was du machst, dieses Leben in dir ist unauslöschbar, ist in sich eine Quelle, das sich immer wieder neu generiert, ist eine Quelle selbst, woher es kommt, dass niemals ausbrennt. Ja, mein Heiliger Geist ist einfach eingegangen, wie die Sonne, irgendwo hat es ausbrennt, oder? Es ist kein Feuer, das ausgeht, sondern der Heilige Geist in dir, die Verheißung des Geistes. Wow. Voller Leben, voller Kraft. Schau mal im Galaterbrief Kapitel 4. Galater 4 und Vers 4. Es heißt hier, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Loskaufte. Er bezahlte die Summe, die notwendig war. Er bezahlte die Lösegeldsumme, wenn man so sagen will. Weißt du, wenn jemand gekidnappt wird, oder? Es wird ja oftmals ein Lösegeld verlangt. Erst wenn du das Lösegeld bezahlst, oder? Dann kommst du frei. Und es gab auch ein, man musste auch erlöst werden von dem Fluch des Gesetzes. Aber niemand war fähig, sich selber zu lösen. Weil in dem Moment, wo Adam und Eva sündigten, sie sind zu Sklaven geworden. Sklaven des Teufels. Unbeabsichtigt, aber Sklaven dennoch. Sklaven unter der Sünde, Sklaven unter Krankheit, Sklave unter den Armut, Sklave unter dem Tod, unter Angst und all diese. Sie sind Sklaven geworden. Und ein Sklave, wenn er Kinder kriegt, das sind auch nur Sklaven. Also kein Sklave kann eine andere Sklave freikaufen, weil man ist verkauft. Man gehört einem gar nicht mehr selber. Da muss jemand kommen, der frei ist, der etwas zu geben hat. Und der Einzige, der kommen konnte, das war nicht irgendein anderer Mensch, weil jeder Mensch, der geboren wird, der ist selber wiederum Sklave. Aber es musste einer aus unserer Mitte kommen, der uns freikaufen konnte. Ein Mensch, wie ist sowas möglich? Indem Gott selber Mensch geworden ist. Dein Kaufpreis war Gott selbst. Gottes Person selbst. Und das Erstaunliche ist, wenn wir uns das überhaupt jemals vorstellen können, wie groß das Leiden Christi wirklich war am Kreuz. Als er schrie, in der Stunde, als ihm die Sünde der ganzen Welt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, alle Menschen aufs Mal auf ihn auferlegt wurden. Und in dem Moment, den ganzen Tag lang, wo er gepeinigt worden ist, ausgepeitscht worden ist, hat er nicht einmal geschrien. Aber in dem Moment, wo die Sünde der Welt auf ihn auferlegt worden ist, da schrie er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er schrie diese Worte, weil es so grausam war, dieser Moment, wo er die Sünde der Welt auf sich genommen hat und für uns getragen hat. Jesus selbst, wie groß es war, dass Gott selbst gekommen ist. Was heißt es? Nun, wir alle wissen, wie lange war Jesus im Totenreich, bevor er auferstand? 3 Tage und 3 Nächte. Also die Schuld der ganzen Menschheit, weil er Gott selbst war, war gleichwertig wie 3 Tage und 3 Nächte seines Leidens, wie unsere Leiden der ganzen Menschheit für alle Ewigkeit. Muss ich mir mal vorstellen, Gott ist nicht jemand, der einen Anfang hat. Weiß ich, ich habe einen Anfang, kannst sie fragen, sie war dabei, meine Mom. Ich hatte einen Anfang, ja. Vor bald 59 Jahren fing's an in San Francisco, ja. Kam in diese Welt, klatsch auf den Hintern, fing an mit Schreien. Ja. Wie es verheißen ist, Lob und Dank, ich kam dann zum Herrn. Halleluja. Auf jeden Fall, ich habe einen Anfang. Aber Gott selbst hat keinen Anfang. Der existiert seit Ewigkeiten. Und dass dieser Gott bereit wurde, Mensch zu werden, seine Allmacht, Allwissenheit und Allgegenwärtigkeit zur Seite zu legen, von einer Jungfrau geboren zu werden, zu leben 33,5 Jahre und so grausam zu sterben. Er in seiner Person, dieser Jesus, war Gott selbst. Und er starb. Und wenn du das auf eine Gerechtigkeitsskala legst, oder wenn du es dir vorstellst, eine Skala, auf der einen Seite hast du die ganze Menschheit,
seit Anfang, Adam und Eva und alle anderen, alle Sünden der Menschheit auf dieser Seite hier. Was tust du auf dieser Seite, was dem gleichwertig werden kann? Irgendein Engelwesen? Nein, das ist auch nur erschaffen. Er hat kein ausrangierter Engel geschickt. Auch kein Gabriel hätte er schicken können, weil es hätte niemals genügt, um diese Waagschale zu der Gerechtigkeitsstufe zu bringen. Was konnte auf die andere Seite gelegt werden, dass das Ganze eigentlich zur Gerechtigkeit führen konnte? Das war nur der Sohn Gottes selbst, der von keiner Sünde wusste, der für uns zur Gerechtigkeit Gottes geworden ist. Gott selbst, der kam und 3 Tage und 3 Nächte des Leidens für ihn, für Gott, war gleichwertig wie für eine Ewigkeit für alle Menschen. Ich glaube, wir werden das niemals völlig begreifen können, was es heißt für ihn, wie wertvoll und wie kostbar, dass wir wirklich sind, dass er sein Leben für uns gab. Du bist kostbar. Und Jesus kam, um jeden Einzelnen von uns freizukaufen und in die Freiheit des Segens hineinzubringen. Mein Lieber, du trägst in dir innen drin eine Lebensquelle selbst. Und aus dieser Lebensquelle des Heiligen Geistes in dir strömt Heilung, strömt Freiheit, strömt Gesundheit, strömt Kraft, strömt Gunst. All das ist in dir durch den Heiligen Geist. Darum hat Paulus, weiß nicht, wer schon mal Bilder gesehen hat von Paulus, so, das werden ja Bilder gezeigt von ihm. Er ist ein bisschen kahlköpfig, so zeichnet man ihn. Ja? Man hat ja keine Fotos damals gehabt, aber so zeichnet man ihn kahlköpfig. Warum? Wahrscheinlich hat er sich die Haare ausgerissen, weil er immer wieder sagen musste, wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Gut, das ist nur meine Meinung, ja. Aber er sagt es immer wieder, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Was das heißt, was das bedeutet, dass ihr dem Segen Gottes seid? Ihr seid kostbar und wertvoll. Nun, ich habe hier, was ist das hier? Das ist eine 200er Note. Das ist kein Monopoly-Geld, das ist echt. 200 Franken. Was, mit dem kann ich Folgendes machen. Wir reisen jetzt gerade am Montag, sind wir dann für die Woche sind wir in der Bibelschule in Kopenhagen. Das Billett nach Kopenhagen zu fliegen hin und zurück, 200 Franken. Hat das gekostet. Mit dem kann ich ja das bezahlen. Okay. Aber jetzt? Was ist es jetzt wert? Ja, aber das sieht ja furchtbar aus. Oh. Ist es genau gleich viel wert? Ist genau gleich viel wert, auch wenn es zerknittert ist. Ja, und wenn ich das einfach da vielleicht falte, schön falte oder so, wie viel ist es jetzt wert? Immer gleich viel, egal wie es aussieht. Ich könnte es sogar reißen, ich mache es jetzt nicht. Ich könnte es sogar reißen, habe ich jetzt ja schon ein bisschen. Auch wenn es zerrissen ist, solange ich mehr als die Hälfte habe, dann ist es immer noch gültig, der größere Teil. So heißt es, ja. Ich könnte es zerreißen, aber es ist dann immer noch 200 Franken wert. Also egal, was das Leben mit dir gemacht hat, ob du zerknittert worden bist, ob der Teufel dich gefaltet hat, ob der Teufel dich einfach nass gemacht hat, angeschwärzt hat, egal was er mit dir gemacht hat, egal wie dein Leben geworden ist, oder du bist immer noch kostbar und wertvoll. Und Jesus starb für dich. Und weißt du was? Er macht nicht nur das. Wir würden meinen, ja, Halleluja, der Herr hat mich gerettet. Wunderbar, schaut mich an. Ich bin ein geretteter 200er. Nein, nein, der Herr sagt, nein, nein. Ich will dich nicht einmal nur ein bisschen aufpolieren, sauber machen. Er sagt, nein, dieser muss weg, sondern da muss ein anderer Herr. Und zwar, da muss eine neue Version rauskommen. Halleluja. Ganz frisch, ganz neu, eine neue 200er. Der Herr sagt, wir drucken was völlig Neues, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, Halleluja. Das Alte ist vergangen, das Neue ist da, du bist kostbar und wertvoll. Halleluja, das bist du. Preis dem Herrn, denn der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht worden. Halleluja. Lasst uns aufstehen miteinander und lasst uns darin freuen darüber,
dass Jesus Christus kam, um dich aus der Armut rauszuholen. Das heißt, alles, was deine Hand anfasst, soll gesegnet sein. Das ist die Kraftquelle in dir, dass alles, was du anfasst, das soll zu Gold werden. Lies es in der Schrift. Ja, sogar im Alten Testament war es schon so. Wenn Paulus redet vom Segen Abrahams, da haben alle verstanden, was das heißt. Seine Viehherden waren die größten. Jakob, auch wenn sein Onkel Laban ihn immer wieder eins über den Tisch ziehen wollte, Laban schafft es einfach nicht. Jakob hat immer die besten Karten gehabt, weil des Herrn Segen war auf ihm. Nicht, weil er vollkommen war, nicht, weil er perfekt war, sondern weil er aus Glauben wandelte. Aus Glauben wandelte. Gesundheit gehört uns. Die Schrift sagt, dass Jesus durch seine Striemen am Rücken, am Kreuz, hat er uns Heilung gebracht. Krankheit ist ein Teil von der alten Kreatur. Mein Lieber, denk nur daran, du bist nicht diese. Du bist nicht diese Note. Es ist ein Neues gedruckt worden. Ein Neues gemacht worden. Das gemacht worden ist in Heiligkeit und Tadellosigkeit mit dem Heiligen Geist in sich wohnend. So Herr, ich will dir einfach heute Abend hier in unserer Mitte einfach bitten für jeden Einzelnen von uns hier an diesem Karfreitagabend, dass wir uns bewusst werden, Herr, das, was du für uns vollbracht und getan hast, Jesus. Halleluja. Heilung, Herr. Wohlergehen, Herr, über jeden Einzelnen hier an diesem heutigen Abend. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Das ist das Allerwichtigste, Herr. Rettung, Herr. Rettung, Herr, von den Sünden. Rettung, dass der Heilige Geist Wohnung in uns nimmt. Lass mich kurz eine Frage stellen, indem wir unsere Augen schließen, unsere Häupte neigen. Heute Abend hier oder auch über Livestream möchte ich einfach fragen, weil es so wichtig ist, zu verstehen und zu wissen, warum Jesus am Kreuz starb. Das war nicht er einfach am Kreuz, sondern das warst du. Er war derjenige, der sich gebückt hat über dich, um dich zu schützen. Der für dich die Schläge auf sich genommen hat. Der für dich die Sünden auf sich nahm und starb. Du sollst wissen. Du sollst sagen, ja Herr, ich will, dass er für mich die Rechnung bezahlt. Ich nehme das in Anspruch, dass er es übernimmt. Manchmal sind wir sehr stolz. Manchmal, wenn wir auswärts essen gehen und jemand anders will nämlich zahlen, manchmal sagen wir, nein, nein, ich mach das. Ich will dem nicht schuldig bleiben, oder was? Aber weißt du was, wenn du zu Gott kommst, musst du erkennen, du hast niemals genug, um die Rechnung zu bezahlen, die bezahlt werden muss für dein Leben. Für die Ewigkeit beim Herrn hast du niemals genug. Aber Jesus hatte es. Er hat sein Leben auf die Waagschale gelegt und hat die Gerechtigkeit hervorgebracht. Für jeden, der das in Anspruch nehmen will. Du kannst dich in diese Waagschale legen, wo viele, aber Millionen von Menschen sich schon hingelegt haben, als sie sagten, Jesus sei du mein Herr. Und auf der anderen Seite wird Jesus sein Gewicht Gerechtigkeit schaffen für dich. Vor dem Allerheiligsten, vor dem Allerhöchsten. Vor dem wunderbaren Gott im Himmel. Wenn du hier bist heute Abend, du kannst nicht mit Sicherheit sagen, dass wenn du in diesem Moment sterben würdest, dass du wirklich beim Herrn im Himmel wärst. Wenn du nicht mit Sicherheit sagen kannst, ich weiß, dass mein Leben Gott gewidmet ist, Gott hingegeben ist, dass mir meine Sünden vergeben sind. Ich weiß, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Wenn du das nicht mit Sicherheit sagen kannst, heute Abend mache eine Entscheidung dafür. Jesus nahm deine Sünden ans Kreuz, aber du musst sie für dich in Anspruch nehmen. Oder vielleicht bist du hier und du sagst ja, ich habe mich schon mal für Jesus entschieden, aber ich bin irgendwie nicht wirklich den Weg gegangen. Habe meinen eigenen Weg eingeschlagen und ich sage, Herr, ja, du kannst reden in dem Bereich meines Lebens, aber da bitte lass mich einfach allein, lass mich meinen eigenen Weg gehen. Aber der Herr will dich bewahren vor der Zerstörung der Sünde. Dinge in diesem Leben, die wir sagen, ja, das macht doch Spaß und ist gar nicht so schlimm. Wenn der Herr es offenbart hat in der Schrift, dann musst du wissen, dann bist du wie ein Fisch außer Wasser, wenn du dich dorthin begibst. Und die Sünde wird Leben zerstören, wird die Kraftquelle in dir zudecken. Aber heute Abend sagt die Schrift, du kannst zu ihm zurückkehren. Kannst dich entscheiden, ganz frisch, ganz neu, einen Neuanfang machen heute.
Und er sagt, Jesus, ich will mit dir gehen. Herr, vergib mir den falschen Weg, den ich eingeschlagen habe. Heute mache ich ganze Sache mit dir. Wenn dich einer von diesen beiden aufrufe, in dein Herz trifft und du weißt, heute Abend musst du eine Entscheidung, eine neue und frische Entscheidung für Jesus machen, weil Dinge in deinem Leben nicht in Ordnung sind oder weil du einfach nicht die Sicherheit hast. Wenn Jesus jetzt in diesem Moment zurückkehren würde, wärst du bei ihm. Würde er dich mit ihm mitnehmen? Das musst du wissen. Und wenn du das nicht genau weißt, lass mich deine Hand sehen, jetzt gerade hier. Irgendjemand hier in diesem Raum. Wenn jemand von zu Hause zuschaut, dann heb deine Hand auf, da Gott sieht deine Hand zu Hause. Irgendjemand hier in unserer Mitte. Ist zu wichtig, eine Entscheidung. Kannst nicht mit dem spielen. Der Tag wird kommen und Jesus kommt zurück. Und du musst wissen, du bist in der Fuhre mit dabei. Halleluja. Der Herr will dich vom Fluch in den Segen hineinbringen. Praise you, Jesus. Halleluja. Möchte ich dir noch ein Gebet sprechen, auch wenn niemand hier ist und alle hier sich in der Sicherheit wissen. Aber vielleicht von auswärts hat das jemand. Und da will ich diese Gelegenheit nicht an mir vorbeigehen lassen und an dir nicht vorbeigehen lassen, mit dir zu beten und dieses Gebet, diese Einladung an Jesus auch zu sprechen. Lasst uns alle gemeinsam auch hier miteinander einfach auch sagen und das für uns selber einfach noch einmal einfach beteuern, wie wichtig es auch uns ist. Lieber Gott im Himmel, ich glaube an Jesus Christus, dass er am Kreuz für mich gestorben ist und am dritten Tag auferstand, um mir ein neues Leben zu schenken. Jesus, komm in mein Leben. Sei mein Herr. Und ich will dir nachfolgen. Alle Tage meines Lebens. Ich weigere mich, ein Heuchler zu sein. Denn ich will dir nachgehen. Und aus Glauben leben. Hilf mir, in Kraft dir zu dienen. Gib mir Freimütigkeit, dein Wort zu reden. Und ich danke dir für den Segen Abrahams, für den Segen des Himmels auf meinem Leben. Von heute an bis in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Halleluja.